Ja Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, letzte Woche, es war angekündigt, ich habe euch die neuen 5 Somo-Sorten vorgestellt und ihr habt abgestimmt und ihr habt es geschafft, dass Anna gewonnen hat. Ja? Kommentar blende ich hier irgendwo cool ein. Ja? Kommentar der Woche oder Kommentar des letzten Videos. Ich muss es mir geben. Bruder, bitte fokussiere hier. Ginger Wine von Somo. Ja. Rotwein mit Ingwer und im Internet auf jeder anderen Seite steht Alkohol, Traube und Ingwer. Wir kommen gleich dazu, wie das Zeug hier riecht. Ich muss nochmal ganz kurz hier oben lang gehen und dann zeige ich euch mal kurz den Schnitt und den Kopfbau. Ja. Das können wir mal wieder fortführen, dass ihr das seht. Im Endeffekt ist es in Anführungsstrichen fast immer das Gleiche. Aber so hier relativ in Anführungsstrichen fluffig gebaut, das Ganze ja nichts angedrückt. Ich muss hier sagen, der Schnitt bei dieser Produktion ist etwas, ich weiß nicht, besser, fluffiger. Ich kann es euch nicht ganz sagen. Ich versuche mal hier das ein bisschen zu entspannen. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt Unterschiede seht. Auf jeden Fall war es sehr entspannt zu bauen, das kann ich hier schon mal sagen. Somo 200 Gramm, 16,90 Euro. Kohle geht gerade drüben ab. Und wir kommen mal zum Geruch. Na, ihr habt natürlich wieder so abgestimmt, dass ihr genau das getroffen habt. Was jetzt nicht so unbedingt meins wäre. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da letzte Woche gesagt habe, ob es interessant für mich wäre. Ich habe die Dose aufgemacht. Wir schauen mal. Hier gehen schon mal Props raus an Somo Nation. Alter Verwalter, ist das Rotwein in dein Gesicht. Ja. Ich habe sowas noch nie geraucht. Das gibt es, glaube ich, nicht auf dem Markt. Rotwein irgendwas? Keine Ahnung. Wenn ja, klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Ui, also... Das ist ein sehr spezieller... intensiver, heftiger Flavor. Boah, du hast eine Rotweinnote des Hasses und dazu ein stechender, aggressiver, ja, nimmt dieses aggressiv jetzt nicht zu aggressiv. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ein starker Ingwer oder eine starke Ingwernote. Man fühlt sich sofort wie so ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt, ja, wenn du hier so einen Rotwein mit ein bisschen Schuss vielleicht trinkst. Sehr krass, sehr, sehr krass. Du hast eine Rotweinnote und oben drüber so leicht so einen stechenden Ingwer, ja. Also vom Geruch her babamäßig, ja, wirklich babamäßig. Ob es jetzt was für mich ist zum Rauchen, das kann ich euch nicht sagen. Also der Ingwer, der droppt auf jeden Fall gut rein. Ja, Freunde, die Kohle braucht noch ein bisschen. Wie gesagt, ich rauche, ich habe es natürlich noch nicht gesagt, Somo 80 Feet, 80 Feet 80. Somo-Pfanne. Dann habe ich mir jetzt eine neue Diamond geschnappt. Und zwar haben wir hier, machen wir mal so, die Saphir 3.0. Auch, sehr, sehr schöne Pfeife. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Und wir warten jetzt noch ein bisschen. Ich hole die Kohle, rauche den ganzen Bob hier an. Und dann bin ich gespannt. Ich gehe von aus, dass die Ingwernote sehr scharf sein wird. Schauen wir mal. Bis gleich. So, Freunde, wenn wir jetzt gerade sind, ich hoffe doch mal, ja. Ich habe noch nicht angeraucht. Ja, da dachte ich mir, komm, du wartest. Weil ich will hier nicht meine erste Reaktion vergeuden und dann, okay, noch zwei, drei Mal ziehen und machst die Kamera an. Ich will das hier sofort on point für euch haben. Natürlich. Ich esse mal wieder mein Mundstück, ja. Und dann gucken wir mal, was der Kumpel hier sagt. Eieiei. Also. Let's go. Ist der Zug in Ordnung? Na, da kann ich nicht. Boah. Jo. Und genau diese Reaktion wollte ich... Ba, ba, bam. Was ist denn das für ein Ingwer im Hintergrund? Der geht ja gar nicht mehr weg.
Erster Zug, Rotwein Ingwer, zerstört schon. What the fuck ist das für ein Flavor, Mann? Also, der ist sportlich. Ja, vielleicht auch, weil ich den ein bisschen so fluffig gebaut habe. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist eine Geschmacksexplosion. Ihr habt einen krassen Rotwein-Ingwer-Film auf der Zunge und es schmeckt einfach genau so, wie es riecht. Ja? Ich denke mal, mit der Zeit wird diese Ingwernote ein bisschen stärker werden. So wie im Geruch, weil im Geruch war die schon echt männlich, sag ich mal. Und beim Ziehen merkt ihr die auch schon. Ganz leicht, nicht falsch verstehen, ein leichtes Stechen von der Ingwernote habt ihr im Hals, wenn ihr zieht. Dann breitet sich dieser Ingwerton aus im Mund, auch beim Nachschmecken. Und dann noch Rotwein dazu. Also, wow. Wirklich, das... Der ist krass. Ja, das ist seit langem... Was heißt seit langem? Kann ich auch nicht sagen. Ich rauche sehr viel Somo und auch anderes Zeug, aber der Flavor... Ich kann euch hier schon mal sagen, es wird nicht mein All-Time-Favorite, aber der Flavor ist krass. So, Freunde, kurze Allergieattacke. Jetzt bin ich hoffentlich wieder zurück. Hab noch ein, zwei Mal ein bisschen gezogen an der Pfeife. Und ich bleib bei dem, was ich gesagt habe, jetzt gerade. Der Flavor ist krass, wirklich. Also von Rotwein und dieser Ingwernote her ist es verdammt gestört getroffen. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, yo, was ist so dein Flavor 2019 bisher, würde ich den Ginger Wine hier sagen. Nicht, weil es der heftigste ist und ich den tagtäglich rauchen kann, sondern einfach nur von der Zusammensetzung, von der Kombination und vom Geschmack her. Habe ich noch nie geraucht, sowas. Ist meiner Meinung nach auch was komplett Neues, was Eigenes. Nichts für jeden Tag, aber mal für eine entspannte Pfeife, zum Film, zum weiß ich nicht was machen. Es ist krass. Ja, ich glaube, ich gefühlt schon 10.000 Mal wiederholt, dass der Flavor krass ist. Ja, das wissen wir mittlerweile, dass der Flavor echt gut ist. Da gehen dicke Props raus an Somo. Rotwein, Ingwer, echt krass. Nichts für mich. Also wie gesagt, den werde ich jetzt nicht täglich wegpelzen. Aber ein saustarker Flavor. Probiert ihn auf jeden Fall mal. Wenn ihr den schon probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wie hat er euch geschmeckt? Was sagt ihr zu dem Flavor? Das interessiert mich auf jeden Fall. Sehr, sehr krasses Ding. Rauchentwicklung kennt ihr von Somo, ja? Pah. Mit der Zeit kann ich euch safe hier nochmal zum Abschluss sagen. Die Ingwernote wird stärker. Und ist echt krass. Also ich bin gespannt, wer den sehr, sehr abfeiern wird. Ich finde den für in der Woche mal einen Kopf safe krass. Ja, das ist das Abschlusswort von mir. Somo Ginger Wine, gönnt euch rein. Mit Wein kann es gut sein, dass er in den Kopf geht herein. Ich sag dir, wenn du das reinschneidest, dann bist du echt ein Bob, weil das lässt mich schlecht dastehen. Gut, Leute, dann soll es auch gewesen sein. Bisschen längeres Video, aber ich musste das hier ein bisschen verköstigen und euch nahe geben. Wie auch immer. Geiles Ding, zieht's euch rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin draußen, haut rein, euer Schmidti. Peace.